mit Jesus Urlauber. So. Ich wollte eine Hustenansprache halten, aber man kann nicht immer alles haben. Dieses Video geht vor allen Dingen speziell an meine ganzen Berliner Kontakte, meine Freunde, die ganzen tollen Leute, die ich da in den letzten Jahren kennenlernen durfte und die ich alle irgendwie die ganze Zeit, wenn ich irgendwie nach Berlin komme, versuche alle irgendwie mal zu sehen, aber das ist schwer, wenn Icke euch alle besuchen kommen muss, jeder einer nach dem anderen, ist die Zeit nicht für da. Ja? Und da habe ich mir gedacht, wir machen das anders, schlagen da noch direkt so ein paar Fliegen mit einer Klappe. Nein, wir lassen die Fliegen in Ruhe, wir machen es einfach. Ja. Und zwar ging mir da Folgendes durch den Kopf. 8. Mai fragen sich sowieso die ganze Zeit die Leute, was ich da mache, wo ich da bin. Und jetzt kommt wieder Husten, ne? Super. Ich muss mal einen Schluck aus der Flasche nehmen. Keine Werbung. Ne? Party. So, genau darum geht es. Ich möchte gerne eine Party machen. Und zwar am 8. Mai 2013 im Görlitzer Park, mittendrin im Rondell. Das können wir uns einfach mal als Party im Görlitzer Park. Nichts Neues, haben wir schon oft gemacht. Nur machen wir es diesmal halt eben am 8. Mai ab 13 Uhr. Und bevor ich es vergesse, sollte schlechtes Wetter sein, bin ich hier gerade froh für jeden Vorschlag. Nicht nur Vorschlag, sondern Leute, die helfen können, Alternativlocations klarzumachen. Dass wenn wir bei schlechtem Wetter nicht in den Park gehen können, das können wir natürlich machen, aber ist ja scheiße, wenn wir Party machen, ne? Bei Regenwetter ist ja kacke. Fällt mal direkt so ein Ding ein, in Moabit kenne ich so ein cooles Atelier, wo ich mal eine fette Party mitfeiern durfte, ne, Cora? Und solche Sachen halt. Mojo, ne? Ich glaube, du kennst auch irgendwelche Locations. Guck einfach mal nach. So, und dann ist meine Bitte, wenn ihr es irgendwie hinbekommt, wenn ihr mich sehen wollt, und nicht nur mich, sondern auch meine ganzen Freunde, auch vielleicht mal kennenlernen wollt, von denen schon gehört habt, aber obwohl sie in Berlin waren, immer noch nicht gesehen haben. Lasst uns an dem Tag mal ein bisschen die Welt anhalten. Und für dieses Treffen, macht euch frei. Macht mal Urlaub. Macht mal einen Tag Urlaub, dass er sowieso rum bei 8.5.13 geht. Im Notfall lasst euch krank schreiben. Ne, geht mit zum Doktor, ich hab Psyche und so. Ich hab Psyche, ich finde den Spruch immer noch so geil. Ja, das können wir machen. Wenn wir nicht frei haben oder noch viel besser direkt den Job kündigen. Vorher noch zum Arbeitsamt gehen. Deswegen habe ich 13 Uhr gesagt, könnt ihr vorher noch zum Arbeitsamt gehen, um euch arbeitslos zu schreiben. Und endlich Raum für euer eigenes Leben zu bekommen. So, und da können wir natürlich dann halt im Görlitzer Park wunderbar mit anfangen. Ich habe hier ein paar Notizen gemacht, muss ich immer runtergucken, ja. Was habe ich denn da geschrieben? Lass uns die alte Welt anhalten. Ich bin manchmal ein bisschen polemisch auch, ne? Macht euch frei, lasst euch krank schreiben, etc. Und dann nutzen wir den Tag, um uns über Dinge auszutauschen, die uns weiterbringen. So, nicht nur den, sondern am besten auch den ganzen folgenden. Wäre cool, wenn er Decken mitbringt und Schlafsäcke, weil wenn am nächsten Tag Wetter geil ist, dann Open End verstehe ich immer mit offenes Ende. Ne? Muss nicht an einem bestimmten Tag sein, das kann auch einen Monat dauern. Also lass uns einfach mal ein Görlitzer Park Party machen, solange wir Bock haben. Nicht? Ja, und doch, ne? Und ja, wie üblich, das ist quasi das Prinzip von Woodstock, von This is Woodstock. Bringt einfach mit, was ihr zum Party machen braucht. Essen, trinken, Musik, Instrument. Ich habe frisch gewaschene Haare, die fallen. Ich habe kein Haargummi, Entschuldigung. Haargummis, bringt Haargummis mit, ja. Weil ich habe keine. Es ist gestern weggeflogen. So, und Essen, Trinken bringt er selber mit, Musik, Instrumente, Anlagen, alles was man irgendwie, ne, machen, so mobile Anlagen ist bestimmt total cool, Spiele, Frisbees, Poi, Mülltüten, auf jeden Fall Mülltüten, so, und weil, wenn wir es sogar hinbekommen, da eine Anlage noch hinzustellen, irgendwie so ein bisschen Bühne aufzubauen, also ich werde auf jeden Fall Leute wie
Also es sind die, wo ich die Kontakte habe. Andere können das gerne dann halt auch sich eingeladen fühlen, andere anzuschreiben. Ich werde Ganjaman anschreiben, Celluditis, der Nikolaus Herdikerhoff, und einladen für am 8. Mai, Görlitzer Park, 13 Uhr, Meadon, Flowflex, Nina Hagen, habe ich die Adresse inzwischen, Cora Lee, Guaya Guaya und noch so einige andere. Und dann wäre das halt eben voll geil, wenn wir da so eine Jam-Session einfach machen können. Völlig programmlos, aber wenn die Leute da sind und dann halt zusammen eine Jam-Session machen können, weil irgendjemand schon das mitbekommen hat, irgendwie hin, die Guaya-Guaya-Leute haben ja sowieso ständig, ihr habt ja ständig eure Anlage eh mit dabei, ne? Sowas in der Art. Also Cellulitis hat auch immer alles, also ne, brauchen wir noch ein paar Mikros und scheiß der Hund drauf, der Rest kriegen wir hin, Jam-Session machen. Ne, hat mit Improvisieren zu tun. Ja. Ne, so. Was dann halt auch cool ist, weil es eben am 8. Mai und nicht nur einfach eine Party, sondern alle 8.5.13 Party, bringt auf jeden Fall Kameras mit und sowas, Handys, Mobil-Dingens, können wir direkt Videos machen und zeigen, wie wir auf jeden Fall an dem Tag schon mal nicht mehr das System leben. Was habe ich hier? Alternativlocation, Regen habe ich schon gesagt. Decken, Schlafsäcke habe ich schon gesagt. Ne? Ach ja, und wir laden die Polizei direkt gerne herzlich mit ein, mit uns zu feiern. Und ihr könnt auch nicht mit uns feiern und trotzdem hinkommen. Das hilft uns dann unheimlich dabei, die Presse dann auch mit ins Boot zu holen. Ne? Macht ihr mal Action. Die Polizei ist herzlich eingeladen, da zu machen, was sie will. Habe ich irgendwas vergessen? Erstmal nicht. Fühlt euch eingeladen. Bauchi will Party machen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch alle da zu sehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn tolles Wetter ist. Und ich würde mich noch wahnsinnig freuen, wenn kein tolles Wetter ist und wir dann aber trotzdem irgendwie feiern können, weil wir irgendeine Location gefunden haben. Und, ja, sonst noch Fragen? Schreibt unter die Kommentare und im Notfall mache ich noch ein paar Videos dazu oder was soll denn. Ja. Und, hey, was müssen wir da große Party machen? Wissen wir, wie geht, ne? Ja, ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen und die meisten von euch endlich mal wiederzusehen. Dann schaffe ich es nämlich auch, euch einmal zu besuchen und muss nicht unbedingt einen nach dem anderen abklabastern, weil dann kann ich nicht viele Leute sehen. Ja, Dankeschön und bis bald. Stopp steht hier.